Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der BG Farm Hot Online Farm. Mit dabei haben wir heute den Sven Raster, Jörgi Friedl, den Darki, Schweizer, Sepp und den Lami. Hallo. 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 Grüezi. Ich wollte nur anmerken, dass der Schweizer ist wieder gemutet. Noch immer. Naja, schreibt sogar. Oh. Es kann schreiben. Es kann schreiben. Wobei mich beim Schweizer Schreiben mehr wundert als Sprechen. Warum? So. Wenn du die daneben steht, darfst du nicht mitkriegen, steckt es uns nicht, Kabi. Das ist schön, wenn man den Witz nicht einmal rausbringt, weil man selber so lustig findet. Habt ihr mal eine andere Arbeit als wie nur düngen? Ich bin 15 Folgen jetzt nur am Düngen. Weißt du, was am Raster gegangen ist? Ja, weißt, möchtest du Stroh sammeln? Ach, das Dreck. Ja, möchte ich machen. Ich glaube, ja, Unimog ist da, gönn dir. Mein Spiel hat sich gerade aufgehört, glaube ich. Warte mal. Nein, das passiert doch Ach, nicht. Ich habe einfach nicht Gas ergeben. Warte. Wow. Einfach nur wow. Aber ich mache das Feld hier noch fertig und dann springe ich in Unimog, ne? Jo. 106, das ist eh bald. Das müsste ich in der Folge schaffen. Ach, Mann. Der Raster, wie komme ich denn da hin? Ja. Da ist ein Feldweg. Ja. Prinzipiell würde ich nicht den Raster hinterherfahren. Warum nicht? Ja. Ja, weiß ich nicht. Bist du nicht der, der immer so gerne am Gleis steht und wartet, bis er zukommt? Ja. Damit, da verwechselst du mich. Ah ja, okay, kann sein. Wieder zu oft in den Spiegel geschaut, ha? Ja, kann sein. Habt ihr nicht gesehen, dass kamen irgendwelche geilen Mods die letzte Zeit raus, oder? Kommt da nichts mehr Vernünftiges? Schweizer Fragen. Leider. Ja, Schweizer kann ja nur schreiben, weißt du? Ja, da war ja was. Gleich! Er muss gerade das halbe Schwein noch runterschlucken. Also heute beim Mod-Hub kam so ein Handrasenmäher raus. Oh! Oh! Ich weiß, wer da Bock drauf hätte. Da sehe ich mich. Ein Handrasenmäher. Oh, können wir eine Wiese kaufen für Werner mit dem Handrasenmäher? Oh Gott. Wir stecken das ab und dann machen wir eine Challenge draus, Jungs. Ich hätte einen Vorschlag, Feldhund 29. Bist du des Wahnsinns? Drei Jahre später. Ja, ich bin jetzt fertig. Achso, du spielst immer noch. Wo soll denn jetzt Stroh gesammelt werden? Ey, das ist mein Job. Es gibt zwei Strohsammler, Werner. Ah, okay. Das bringst du am besten zur Ranch Ost, jenseits des Flusses. Ja, auf welchem Feld? Ah, 96. Alles klar. Dort, wo du gerade herkommen bist. Dagi, danke. Danke, ich den Weg, ja. Ich habe eine Frage, Dagi. Wie alt bist du? Ich 30. Ja, habe ich mir jetzt auch so vorgestellt, ja. Lame, du bist immer noch älter. Ja. Aber eigentlich spricht man ja nicht über das Alter, ne? Also, wenn du 30 bist, wenn man da Probleme mit hat. Ach so, Lami, okay. Zum Glück hat er das nicht gehört, weil das Hörgerät nicht eingeschaltet war. Nein. Ja, genau. Und erwähnt, dann wirst du links bei dir draußen, bis er einen Rollator hat. Aber ich hoffe, mein Dünger reicht noch aus. Ja, sollte. Ne, 10 Meter vorher ist der Dünger aus. Ja, ganz bestimmt. Dann hau ich aber einen Helfer rein. Das kann sicher sein. Hast du im Lotto gewonnen, oder? Wie kommst du auf die Idee? Warum? Na, Helfer ist jetzt nicht super leg. Ja, ich weiß. Sparen werden. Aber die letzten paar Meter, weißt du? Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt alles schon gekauft habe. Ich weiß nur BGA, aber mehr weiß ich auch nicht. Die BGA ist gekauft, Trailer fürs Methanol und für Gärreste ist gekauft. Ist das mit Schlauchsystem? Ja. Okay. Warum? Weil ich schön finde mit Schlauchsystem. Mit welchen von den vielen Schläuchen? Egal. Das lange, runde. Da gibt es ja mehrere Systeme von, glaube ich. Mit Schläuchen.
Ja, ich spiele gerne mit Schleichen. Was? Right, send mute dich, deine Freunde sind im TS. Welche Freunde? Jetzt sind wir disconnected. Der BTM-Lob. Kapp und Kappa oder was? Was sind die? Das sind Schweizers Freunde. Was da? Klingeling. Die Feuerwehr. Nee? Okay. Ich mach mal eine Blitzermeldung. Im Dorf blitzen sie. Oh nein. Und wie viel hat der die Erkenntnis kost? Aleva Kastemai. Die Frage aller Fragen, ja. Wann ist die 1,5, die gerade am Rand gestanden sind, Sven? Möglicherweise. Billig. Du bist aber gut in der Spur gefahren, dass die nicht zweimal blitzt haben. Ich würde sagen, Jörgi hätte dafür 3 gezahlt. Was? Ist nur sehr erfahrungswert. Also. Alter, es wird jetzt echt eng, ne? 11% habe ich noch, du. Ah, jetzt verdienen wir dann wieder Geld. Ey, da vorne steht jemand. Wer ist denn das? Warte mal. Ibims. Du, nix arbeiten. Ich hab einen Unimog platziert und warte drauf, dass ich der Gerät übernehmen kann. Achso. Ja. Wo geht's denn dann weiter? Such dir was aus. Ach, sind so viele Missionen offen. 102, 2, 66, 75, 157. Antwort genug. 119, 13. Sag nicht, ich hab dir nicht Auswahl geboten, weißt du? In einem Fate 66, es gibt am meisten Kohle. Ja. Aber das 157er muss schon jemand angefangen haben. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht Raster. Gut, dann mache ich das schnell fertig. Ja, das dürfte nicht mal so viel sein. Alter, wie lange dauert das noch hier? Ja, die Missionen haben bis jetzt gut Geld gebracht. Ja, deswegen. So, der Gerät ist frei. Muss jetzt erstmal wieder auffüllen gehen. Und im Muck steht jenseits der Menge. Hier steht ein Steier ganz verlassen. Da ist ein Unimog. Den nehme ich. Sorry, Leute. Hab ich was verpasst? Du warst weg? Okay, dann nicht. Wir haben gerade über deinen Hund hergezogen. Machte nichts. Okay. Ich weiß, dass er Trottel ist. Okay. Wo ist das schon nochmal? 96. 96. Wo ist denn das? Gleich um die Ecke, ja. Das ist der BGA. Nein, nein. Oh nein, da fahr ich ja 2 Folgen lang. Oh. Seht, dass du mal ein Gefährt hinterlässt, das sich nicht bewegen mag. GPS aus einen. Ah. So, damit die Rehe auch was von haben, hau ich erstmal die Hupe rein. Ich würde sagen, du kannst dann Silageschaufeln übernehmen. Ich hab grad den Unimog übernommen. Aua. Ja, vielleicht das nächste Mal, du. Ah, ja, die ist doch gut. Gut fürs Konto. Huch. Raster nächste Woche dann. Dann ist er okay, Mann. Ist das Menthol, was du verkaufst? Ja. Sehr gut. Weitermachen. Hohoho, ist aber gut. Ich kann mir mal einen Radlader kaufen. Ja, 20.000 Liter habe ich gehabt und 1.700 Gramm ungefähr. Ja, nicht schlecht. Warum hast du nicht deinen zweiten Anhänger angekriegt? Weil der Nummer 25.000 kostet. Ja. Ah. Den können sie erst jetzt leisten. Arbeitszeit ist günstiger. Hey, Jürgi, da liegt noch Stroh. Was? Da liegt noch Stroh, Jürgi. Jürgi, du Schlingel, da liegt noch Stroh. Das ist bares Geld. Was hat denn Jürgi hinten dran? Oh, etwa Pflug wahrscheinlich. Grober. Oh. Er macht Meters. Ja. Oh, alles gut. Oh Gott. Ist das sicher, Werner? Es war gerade ganz knapp vor dem Exodus. Ja, das Feld ist einer der absoluten Nähe. Aber warte, man muss sich abbiegen. Oh, warte. Hast du ihn schon wieder fertig? Ja, so hier abbiegen. BGA ist, glaube ich, leer, oder? Ja. Aus. Ja, wenn wir die Zeit wieder auf normal machen sollen, sag Bescheid. Ja, ich sag Bescheid, ich bin am Abladen gerade noch. Also nicht. Weißt du, mitten in der Nacht dann, ja, fertig. Nee, BGA ist schon wieder voll. Sehr gut.
Irgendwo müssen die Kohlen ja wieder reinkommen. Ja, wollte gerade sagen. Aber wir haben schon 10.000 Liter Methanol in der neuen. Sehr gut. 20.000 sind nur Zug, also. Weitermachen. Wenn du damit auch Gereste laden kannst, dann kannst du erstmal umpumpen, weil wir haben ja 30.000. Haben wir 7.000. Was? Bei der alten der von Gereste vor ist, oder? Aber haben wir die Produktion schon für Gereste und Mist? Ja. Bei der alten sind die Gereste bei 70%. Okay. Was bis ich wieder drüber voll. Ja, und die, für die Gereste kannst du so wie Schweizer Brücken erzeugen, anstatt Paletten. Über das Global Company Menu. Einer? Es kann sprechen. Hat irgendjemand einen Euro nachgeworfen? Ja. Hast du die neue Hof Bergmann schon? Nein. Nein? Ich dachte, die hätte sie schon angespielt. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Easy hat sie schon. Das weiß ich. Ja, die kann man doch schon runterladen. Ja, eben drum. Eben drum, weil man die schon runterladen kann. Achso. Du hast ja irgendeine Beta-Version noch gehabt, ne? Glaube. Ja, ich habe das Hof Bergmann schon seit 3 Wochen nicht mehr angerührt. Könnte ja sein, dass die neue nochmal jetzt probiert hat. Nee, habe ich nicht. Übrigens wollte ich euch mitteilen, 11 km zu schnell kosten 813 Euro. Gut, dass du das ausprobierst. Ja, ich muss mal gucken, ne? Wir werden ohne dich aufgeschmissen. Deshalb haben wir die Dinge oben schon gekauft. Die Produktion meinst? Mhm. Nope. Ja, dann Jalla. Und Dinge schon verkauft. Jalla! Und das vom Schweizer, weißt du? Jalla. Ich glaube, du darfst aber Schweizer, also gemutet sei und Eier schauen. Ja, warte. Gleich. Der braucht noch Folge. Ja. Mindestens. Und wir werden einfach noch ein paar Euronen nachschmeißen. Warte, Dingesteuer? Hier war doch eine Straße. Hey, das da? Oh, ja, heiß ich. Oh, hast du was zu tun? Ja. Du fauler Sack. Ja, ich bin hier am Grubben. Aber ich habe zwischendurch Zeit, weil Sven ist eh ein bisschen langsam. Ja, eben. Beim Hof in der Halle müsste noch ein neuer Dingesteuer stehen mit 0 Betriebsstunden. Ja, ich weiß, ich kenne den. Den kannst du beim Händler verkaufen gehen. Wir haben. Oder machst du ihn voll und benutzt ihn mal, dass hier oben mal gedüngt wird. Wir haben keinen Traktor mehr. Nein. Doch. Oh. Und der Radlader ist nicht. Vielleicht kannst du ihn auch an den Radlader anhängen. Ja, das probiere ich jetzt gerade. Brauchen wir jetzt haben wir Kraft. Ja, könnte ja, sogar so klappen. Weil Kugelkopf hat er. Sehe schon das nächste Mal eine mit dem Radlader am Düngen. War eine absolut realistisch. War eine sehr stimmige. Hallo Werner. Hallo. Ich komme mich nur erinnern, dass Krone-Häcksler gibt, die können das auch Schweizer. Ja. Ja. Sieht auch schon mal vorgehen. Also ich fahre mal Düngersteuer verkaufen. Und mehr, dass die ULBs anhängen können. Ja genau, solche Sachen. Du Schweizer? Ja. Kannst du mir sagen, wo die nächste Schwad liegt? Direkt die nächste Bahn, die du genommen hast. Ah, hier, die sehe ich. Ja. Alles gut. Ach nee. Doch, doch. Und auch hier die nächste und die nächste. Die Polenta steht schon wieder bei uns beim Hof. Weiß, Was wollen die denn schon wieder? Hast du wieder nicht bezahlt, ja? Deine Kommunalabgaben nicht bezahlt. Was für Kommunalabgaben? Das ist die richtige Einstellung. Steuern, was ist das? Kann man was essen? Kommt drauf um. In der Schweiz wahrscheinlich schon. Da werden es mit Naturalien zahlen. Ja. Mit Schweizer Schoki? Portokasse. Genau. Oder mit Gold. Nein, es steht eine Pfändung ins Haus. Seit wann Polizei haben wir denn... Seit wann haben wir denn solche großen Gruber? Seit wir die gekauft haben. Das ist der Grund, warum der Hof jetzt gesperrt ist. Wo habt ihr die her? Sind die vom LKW gefallen? Ich würde sagen, die sind eventuell irgendwo vom Lastwagen gefallen. Eieieiei.
Gut, liebe Leute, aber für heute sind wir erstmal fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.